Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Mediamarkt mit dem Lenovo Legion Tower 5 Gaming Desktop, bla 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 bla. Das sind die technischen Daten für 1399 Euro. Ihr müsst aufpassen, es gibt von diesen Systemen verschiedene, auch verschiedene Preise natürlich. Die haben teilweise Intel, teilweise AMD. Schaut wirklich, dass ihr dann, wenn ihr den kaufen solltet, diesen nehmt. Er wird auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Zuallererst muss ich sagen, es ist immer sehr schwer, solche Systeme zu bewerten. Da sind viele OEM-Teile drin, die ihr im Endkundenmarkt eigentlich gar nicht einzeln bekommt. Das bekommt ihr nur in Komplettsystemen. Deswegen muss ich hier ein paar Alternativen nehmen. Einfach nur, um eine Preisfindung irgendwo zu gestalten. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Deswegen steinigt mich nicht. Derjenige, der das System zu Hause hat, wird natürlich jetzt sagen, was, das ist doch gar nicht der RAM. Oder was, das ist ja gar nicht das Gehäuse. Klar, ich muss mich aber irgendwo orientieren, um euch sagen zu können, ob es sich lohnt, dieses System zu kaufen. Das System selber gibt es hier auf Mediamarkt für 1399 Euro. Es gibt das auch bei Lenovo für 1450 Euro. Also Mediamarkt ist da ein bisschen günstiger, warum auch immer. Deswegen, wenn ihr ihn kaufen solltet, kauft ihn bei Mediamarkt. Vielleicht findet ihr ihn sogar noch irgendwo günstiger, kann ja sein. Kommen wir erstmal zu dem Bild, was absolut nichts sagt. Es ist halt das Gehäuse. Man sieht nichts. Das Teil hat keine Scheibe, man kann nicht reingucken. Deswegen kann ich euch zu dem Gehäuse leider nichts sagen. Um aber irgendwo eine Preisfindung zu haben, habe ich jetzt einfach mal das Zalman S2 genommen. Das ist so im Bereich 40 Euro. Mehr würde ich diesem Gehäuse auch nicht zutrauen, weil diese billigen Massengehäuse nicht sonderlich gut sind. Das habe ich schon bei Medion gesehen, das ist hier nichts anderes. Deswegen kann ich euch zu dem Gehäuse, wie gesagt, leider nichts sagen. Ich habe mir Erfahrungsberichte angeschaut, der Airflow scheint nicht so gut zu sein bei diesen Dingern. Das heißt, die Kiste wird sehr schnell sehr warm. Man kann vielleicht noch was nachrüsten, kann ich euch leider, wie gesagt, nicht sagen. Deswegen seid da vorsichtig, was das angeht. Das packen wir jetzt so für 39,87 Euro bei MindFactory in den Warenkorb. Hier haben wir die technischen Daten. Hierzu muss ich sagen, das sind jetzt die technischen Daten von Mediamarkt. Wer meine Videos kennt, weiß, dass Mediamarkt das nicht sonderlich gut aufschlüsselt. Zumindest was Mainboards und so weiter angeht. Und auch was Lenovo selber angeht, sind die Daten sehr begrenzt. Ich habe mir das alles so zusammengesucht. Ich habe mir auch Videos zu den Systemen angeschaut, von den älteren Systemen, von diesem hier jetzt direkt nicht. Dann hätte ich mir dieses Video nämlich auch sparen können. Aber die verbauen öfters mal die gleichen Teile. Deswegen schauen wir mal, wie wir klarkommen. Wir haben hier den AMD Ryzen 5 5600G. Zuallererst haben wir hier eine kleine Besonderheit, und zwar ist das nicht der 5600X, sondern der 5600G, sprich, er hat eine integrierte Grafikeinheit, warum auch immer. Dieses System hat eine Grafikkarte, worüber ihr auch eure Monitore anschließt und worüber ihr auch zockt. Ihr braucht dafür keinen Prozessor mit einer integrierten Grafikeinheit. Dazu ist es noch so, dass der 5600G ein bisschen langsamer ist als der 5600X. Preislich gesehen im Endkundenmarkt macht es überhaupt keinen Sinn, einen 5600G zu nehmen, weil man den 5600X tatsächlich sogar noch ein bisschen günstiger bekommt. Ich glaube, es waren 5 oder 6 Euro günstiger. Lassen wir das mal außen vor. Der 5600er Ryzen bzw. 5600G reicht natürlich zum Zocken aus, zum Stream leider nicht, denke ich. Es kommt auf das Spiel natürlich an. Prozessorlastige Spiele werdet ihr somit nicht so gut streamen können. Es sei denn, ihr rendert über die Grafikkarte, wobei hier jetzt auch nicht die Monster-Grafikkarte schlechthin verbaut ist. Deswegen schaut wirklich nach den FPS-Daten und dann bei OBS, wenn ihr darüber streamen wollt, zieht mal ruhig noch ein bisschen was ab, so 20-30% FPS-Leistung. Das ist wirklich realistisch, weil ich streame selber auch. Ich weiß auch bei AAA-Titeln wie Far Cry zum Beispiel, da ist es halt so, dass ihr große FPS-Einbußen habt, wenn ihr nebenbei noch streamt. Der Prozessor hat eine TDP von 65 Watt, das ist nicht sonderlich viel, und hat einen 3200 MHz Controller da drin, das heißt 3200 MHz werden unterstützt offiziell, was RAM angeht. Ihr könnt auch 3600er theoretisch verbauen, hier ist glaube ich auch 3200 verbaut. Und er kostet 262,77 Euro bei MindFactory. Zu dem Lüfter, der hier drin verbaut ist, steht hier leider nichts, ich habe mir aber ein Video angeschaut. Und circa gleichwertig wäre dann der Alpenföhn Bennevis Advanced Black RGB. Ich schaue mal, dass ich euch das Video, was ich mir rausgesucht habe, von einem anderen Legion Tower noch unten in die Videobeschreibung packe. Dann könnt ihr das optisch so ein bisschen vergleichen. Der hier hätte jetzt eine TDP von 150 Watt. Das heißt, das reicht völlig aus für diesen Prozessor. Und der kostet 34,90 Euro bei Hardware-Rat. Als Arbeitsspeicher, Arbeitsspeichertyp DDR4, 16 GB, 2x8 GB, 3200 MHz. Ihr wisst nicht, welcher Hersteller es ist und auch nicht, welche Taktung. Ich gehe jetzt davon aus, dass es 3200 MHz CL16 sind. 2x8 GB ist sogar sehr wichtig wegen Dual-Channel, wisst ihr, weil da kommen auch hohe FPS-Einbrüche zustande, wenn ihr nur einen Riegel anstatt zwei verbaut habt. Hier sind zwei Stück drin, also ist das in Ordnung. Wir nehmen dafür, wie immer, unseren allseits bekannten G-Skill Aegis. Nagelt mich nicht drauf fest. Es kann auch GoodRam sein oder irgendwas. Man findet über diese Kiste nichts heraus. 16 GB in dieser Preisklasse natürlich völlig in Ordnung. Dual Channel, wie gesagt, auch ganz wichtig, das passt soweit. Und der kostet 56,77 Euro bei MindFactory.
Was die Grafikkarte angeht, haben wir auch nur Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6. Jetzt wissen wir da auch nicht, welcher Hersteller es ist, aber das ist meistens bei Dobaro und Agando auch so, dass die sagen, beliebiger Hersteller. Ich schätze mal, die gehen auf Zotac oder Palit, irgendwie sowas. Deswegen nehmen wir jetzt auch einfach mal eine Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual V1 LHR, also Light Hash Rate. Die sind nicht zum Minen geeignet, das macht die Karten ein bisschen günstiger, weil die Miner da nicht so hinterher sind. Aber günstig, bei 729 Euro für so eine Grafikkarte von günstig zu sprechen, ist natürlich auch Quatsch. Aber wir brauchen ja irgendwo einen Wert. Ich sage euch bei solchen Grafikkarten natürlich auch immer, wir schauen uns hinterher einen FPS-Wert an, beziehungsweise ein Testvideo. Und die Sache ist einfach die, ich habe mir das Video mit einem 5600X rausgesucht, anstatt einen 5600G als Prozessor. Das macht jetzt nicht den Riesenunterschied, aber es sind nicht hundertprozentig die Werte, die wir gleich im Video sehen werden. Und die kostet 729 Euro, passenderweise bei Mediamarkt.de. Als Festplatte haben wir eine Festplatte mit 512 GB, eine SSD. Jetzt könnte man meinen, das ist eine 2,5 Zoll, aber Lenovo gibt selber auf der Herstellerseite an, dass es eine M.2 ist. Welche Geschwindigkeiten davor liegen, kann ich allerdings nicht sagen. Deswegen nehmen wir in dem Fall einfach mal die Patriot P300 512 GB M.2. Die hat eine Lese- und Schreibrate von ungefähr 1700 MB und 1200 MB die Sekunde. Das wird wohl ungefähr hinkommen, denke ich. Es kann auch sein, dass eine etwas schnellere drin ist, ist für euch aber nicht wichtig. Hauptsache, es ist keine SATA M.2, weil die liegt tatsächlich nur bei 550 MB die Sekunde. Ich denke aber schon, dass eine PCI Express 3.0 verbauen werden. Und die kostet 48,87 € bei Mindfactory. Hier kommen wir zu dem angesprochenen Thema Mainboard, Chipsatz AMD B550. Das sind OEM-Boards, die kriegt ihr im Endkundensegment nicht, wenn ihr kein Fertigsystem kauft. Ich weiß aber, dass es ein Micro-ATX ist und es hat zwei M.2-Slots, weil das WLAN und Bluetooth, was auf diesem Board vorhanden ist, wird durch eine M.2-Karte quasi realisiert. Die haben wir auch im Warenkorb mit drin. Zu den Anschlüssen kann ich euch, wie gesagt, jetzt auch nichts sagen, wenn es Micro-ATX ist. Es ist erweiterbar, habe ich gesehen, zumindest die RAM-Bänke. Was den Rest angeht, immer ein bisschen schwierig. Ihr seht, ich tue mich wirklich schwer mit diesem System. Deswegen, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber viele fragen danach. Deswegen gebe ich euch ungefähr eine Wertung, was mit diesem System so los ist, preislich. Ist wirklich hart. Das kostet 77,03 € bei Mindfactory. Gehen doch mal die Geschichte mit Bluetooth und WLAN. Das ist der aktuelle WLAN-Standard, aktueller Bluetooth-Standard. Die Karte wird dann einfach auf dem M.2-Slot des Mainboards verbaut und die kostet 11,49 € bei Alternate. Hier haben wir auch nochmal das Thema, hier steht sogar Bluetooth-Version 5.1. Ja gut, die Karte hat jetzt 5.2, das macht den Braten nicht fett. Wi-Fi 6, das stimmt. Hier steht noch die Übertragungsrate. Anschlüsse, die sind im Gehäuse natürlich geschuldet. Dann bekommen wir dazu noch Windows 10 Home. Ja, das kennen wir ja schon. Das kostet 26,95 € bei MyOEM. Jetzt müssen wir kurz auf die Lenovo-Seite zurückgreifen. Hier steht als Netzteil 550 Watt und ich weiß, dass Lenovo meistens FSP verbaut. Ich habe dann einfach mal das FSP Hexa 85 Plus Pro 550 Watt genommen. Liegt so bei 56,07 €. Gut, hat 3 Jahre Herstellergarantie. Ich kann mich halt nicht genau darauf festlegen, welches Netzteil jetzt wirklich da drin ist. 550 Watt ist für dieses System gerade so noch ausreichend. Also ich würde auf jeden Fall nicht mehr erweitern. Kommt nicht auf die Idee, dann eine 3080 oder 3080 Ti oder ähnliches reinzubauen. Das finde ich schon hart an der Grenze. Wie gesagt, das kostet 56,07 € bei Mindfactory. Der Lieferumfang besteht aus dem Legion Tower 5, USB-Maus, USB-Tastatur, Stromkabel. Naja, immerhin, es gibt Systeme ohne Stromkabel. Ja, ist wirklich so. Eins meiner ganz alten Videos hatte kein Stromkabel mit dabei. Dokumentation, ja, okay. Für USB-Maus und USB-Tastatur habe ich welche von Lenovo rausgesucht. Und zwar habe ich einfach Lenovo ThinkPad Essential Maus genommen, USB für 8,90 € und die Tastatur Lenovo Preferred Pro 2 Keyboard Schwarz USB Deutschland für 12,99 €. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Beachtet bitte wirklich, dass ich viele alternative Komponenten genommen habe. Dieser Preis ist nicht zu 100% korrekt, aber er ist annähernd, was den Wert angeht, an diesem System dran. Da haben wir hier die SSD, den Ryzen-Prozessor, den Arbeitsspeicher, die Grafikkarte, das Mainboard, den WLAN- und Bluetooth-Chip, die Tastatur, die Maus, den Lüfter, das Gehäuse, was natürlich auch nur eine Alternative ist, genauso wie der Lüfter, also ziemlich alles hier drin, das Netzteil und Windows 10 Home. Und da kommt ihr auf einen Gesamtpreis von 1.365,61 €, das System soll kosten 1.399 €. Jetzt ist es erstmal so, es ist ein fairer Deal. Es gibt viele Sachen in diesem System, die mich nicht so ansprechen, wie zum Beispiel einen Prozessor mit integrierter Grafikeinheit zu verbauen, obwohl eine Grafikkarte drin ist. Ich meine, schön, wenn die Grafikkarte mal abraucht, kriegt ihr noch ein Bild von diesem System, wenn ihr dann hinten am Mainboard umsteckt. Aber ansonsten, zum Zocken reicht er natürlich, klar, zum Streamen eher nicht so, ist meine Meinung. Das Netzteil ist sehr knapp bemessen, also ich würde dieses System so nicht kaufen wollen. Vor allen Dingen ist das wirklich eine Überraschungsbox, was da drin ist. Sehr, sehr grenzwertig.
Jetzt kommen wir nochmal zu dem FPS-Test in Anführungsstrichen. Wir haben hier eine RTX 3060 Ti und einen Ryzen 5 5600X. Test in 20 Spielen auf Full HD und WQHD. Wie gesagt, der Prozessor ist ein alternativer Prozessor, wenn man das so sagen kann. Der 5600G ist ein bisschen langsamer, aber wir sollten annähernd irgendwo an die FPS drankommen. Nehmen wir zum Beispiel COD Warzone in WQHD. Da seid ihr im Average bei ca. 100 FPS. Warzone in Full HD hat 140 FPS. Call of Duty Black Ops Cold War hat 140 FPS, 150 FPS so um den Dreh. In Full HD auf Ultra-Einstellungen. Und in Ultra-Einstellungen auf WQHD haben wir 100 FPS circa. Horizon Zero Dawn in WQHD hat um die 80 FPS. Und in Full HD circa 100 FPS. Red Dead Redemption in WQHD hat um die 70 FPS, 80 FPS. Und in Full HD 85 FPS. Cyberpunk 2077 in WQHD auf optimalen Einstellungen 56 FPS. Und in Full HD haben wir um die 60 FPS, 65 FPS. Auch auf optimalen Einstellungen. Ich verlinke euch dieses Video natürlich in der Beschreibung. Wen die weiteren Spiele noch interessieren, kann gerne dann noch selber mal ein bisschen da durchskippen. Alles in allem ist dieses System für das Geld... Nein, nein, da sind zu viele Missstände drin. Ich würde ihn auf jeden Fall so nicht bestellen. Aber ich hätte noch eine kleine Alternative. Ich habe jetzt mal vor kurzem ein Video gemacht und zwar über die Agando Happy Days. Die sind immer noch gültig und da gab es ein System für 1500 Euro. Natürlich, dieses System kostet 1500 Euro, aber ihr habt wirklich ein 5600X da drin und auch die gleiche Grafikkarte. Aber hier wisst ihr zumindest, was ihr bekommt. Ihr bekommt auch doppelt so viel SSD-Speicher und ihr bekommt ein besseres Netzteil. Ihr könnt euch das Video dazu gerne noch anschauen, weil ich habe noch gesagt, dass ihr vielleicht das Mainboard tauschen solltet. Aber ansonsten ist das System auf jeden Fall besser angesiedelt als dieser Legion Tower, meiner Meinung nach. Wenn ihr dieses System tatsächlich mal bestellt habt, also diesen Legion Tower, dann schreibt mal ruhig in die Kommentare, wie er euch so gefällt und wie der Airflow ist und ob das System zu heiß wird, weil darüber kann ich jetzt gerade auch keine Aussagen treffen. Also wie ihr gesehen habt, wirklich immer ein sehr schwieriges Thema bei solchen Systemen von Mediamarkt und Co., weil man wirklich nicht weiß, was drin ist. Selbst Lenovo hält sich bedeckt mit den Angaben, was für Hardware drin verbaut ist. Man kriegt so die groben, umfassenden technischen Daten, aber ihr kriegt halt nicht wirklich die genaue Bezeichnung, welches Board und ähnliches da drin ist, weil es halt OEM-Marken sind. Aber wenn ihr euch solche Videos in Zukunft auch noch weiterhin wünscht, wenn das nicht so genau ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.